Ja, hallihallo meine Lieben und einen wunderschönen guten Morgen. Ja, heute mal guten Morgen aus unserem wunderschönen Wäldchen. Wir haben 9:30 in Deutschland und ich befinde mich mit dem lieben Mogli hier in unserem wunderschönen Wäldchen. Und ich nehme euch heute mit auf diesen morgendlichen Spaziergang. Die letzten 2 Wochen kam nicht wirklich ein Video. Ich weiß, ist schon ein bisschen her, aber ich hatte einfach so viel um die Ohren. Es ist so viel Stress, Arbeit, alles Mögliche. Ich hatte einfach keine Lust, keine Zeit, wirklich ein Video aufzunehmen. Daher habe ich jetzt die Zeit genutzt, nehme euch heute mit und kommt halt mal ein Video ein bisschen später. Ja, ich habe immer gesagt, ist so wie es ist. Wenn ich schaffe, schaffe ich. Wenn ich nicht, mal kommt jede Woche ein Video und mal halt auch nicht. Ja, unser Wäldchen, ihr seht schon, hat sich ziemlich verändert. Es hat heute Nacht gut geregnet, es hat gewittert, und die kalten Tage kommen jetzt immer mehr. Es ist jetzt nicht extrem kalt, also man kann durchaus noch kurzärmlich rumlaufen. Ja, es ist aber frischer geworden. Ja, die Tage werden kürzer. Die Nächte wieder länger. Ne? Morgens bleibt es einfach ewig lang. Dauert es, bis es heller wird. Ne? Nicht mehr so um 5 Uhr morgens, dass es da schon relativ hell ist. Nee, das dauert schon ein bisschen länger. Und auch abends ist es durchaus so 8:30, 9:00 wird es da auch schon relativ gut dunkel. Ne? Die Nächte länger, die Tage kürzer. Das heißt immer, der Herbst rückt langsam näher. Wir haben jetzt September. Die Zeit, sie rennt davon. Daher jeden Tag genießen, Freunde, jeden Tag. Als könnte es der letzte sein. Und auch diese wunderschöne Natur verändert sich jetzt natürlich. Die Blätter färben sich in Richtung wieder orange, rot, grün, gelb, in sämtlichen verschiedenen Farben. Teilweise kann man es schon sehr gut erkennen, aber dennoch ist unser Wäldchen doch wirklich noch richtig gut und schön am Blühen. Und durch den Regen ist es auch richtig eine angenehme, frische Luft. Ja, also es ist jetzt nicht mehr so drückend warm. So diese extreme Wärme, diese extreme Hitze ist jetzt Gott sei Dank so langsam vorbei. Die Woche soll es hier bei uns noch relativ angenehm bleiben und ab nächste Woche geht es dann unter die 20 Grad, also extrem unter die 20 Grad. Das ist dann nicht ganz so schön, da könnte man wieder eine Flasche mitnehmen. Mal gucken, ob wir das auch tun werden, weil wir laufen jetzt heute nicht so lange, weil unser Lieblingswegchen können wir natürlich bei dem Wetter nicht gehen. Ja, das ist ziemlich matschig und alles Mögliche da. Nee. Da laufen wir nicht lang, da bin ich nachher nasser wie alles andere. Und ich habe jetzt auch offene Schuhe. Ich habe Sandälchen an hier, meine. Ja, da wäre das jetzt nicht so gut. Auf unser Bänkchen können wir wahrscheinlich auch nicht sitzen. Das wird wahrscheinlich auch nass sein. Aber wir schauen mal. Ne? Hier ist auch was kaputt gegangen, runtergefallen, umgeknickt. Keine Ahnung. Das sieht man. Ne? Aber so, unser Wald einfach wunderschön. Ja, der Himmel richtig in Grau gehalten heute. Ja, es ist so ein, ich glaube, heute wird auch wieder so ein regnerischer, grauer Tag. Ja, die Nacht hat schon so begonnen. Gestern war es relativ angenehm. Die Sonne hat immer wieder mal rausgeguckt aus den Regenwolken. Aber natürlich nach diesen warmen Tagen ist es natürlich auch schön, wenn dann der Regen wieder kommt und die Natur einfach auch wieder ein bisschen Wasser bekommt. Alles so schön grün immer noch. Noch können wir hier nicht reingucken. Aber man kennt es ja, wie schnell das einfach geht, dass sich dann der Wald auch dementsprechend verändert. Hier sieht man schon vereinzelt, die Blätter färben sich schon langsam. So gewisse Bäume fangen ja relativ früh damit an. Hier die ganzen Brombeeren sind auch langsam am verdorren. Hier die Hagebutten. Und das sieht auch richtig schön aus da mit dem. Ich mag das ja, wenn hier diese Wassertropfen hier so. So runterhängen.
Nee, ich habe heute einfach mal gedacht, heute Morgen, weil ich muss noch einkaufen fahren. Und dann dachte ich mir, hey, komm, jetzt fährst du einfach hier hin und fährst dann nachher schnell noch einkaufen und dann nach Hause. Ne? Dann passt es einfach, weil es so ein bisschen auf dem Weg liegt. Und ja, das ist dann gar nicht so schlecht. Kleinen Umweg musste ich fahren, aber das passt schon so. So können wir hier gleich schön über die Felder gucken. Man sieht hier vorne schon, da ist alles schön abgeerntet. Ne? Auch ein bisschen umgepflügt worden. Ich denke auch mal, dass da bald auch mal was reinkommt. Also ne, wieder eingepflanzt wird. So über diese Jahreszeit dann. Aber was genau, das weiß ich nicht. Ihr werdet nur gleich sehen, dass ganz viel Mais schon steht. Ja, der ganze Mais, den wir auch in den letzten Videos immer wieder mal gesehen haben, ne, der ist ziemlich hoch gewachsen. Sieht man natürlich am besten dann später hier über unsere, durch unser, hier übers Feld laufen. Ne? Da nehme ich euch dann, denke ich mal, beim nächsten Mal wieder mit. Dass der schon ziemlich hoch ist, reif noch nicht, das dauert noch ein bisschen. Ne? Aber es ist alles voll mit Mais. So, ich drehe mal die Kamera. Ne? Da sieht man hinten hier alles voll mit Mais. Da hat es Mais. Hier Mais, da hinten Mais. Ne? Und dann diese lilanen Pflänzchen. Ich weiß es nicht, was es ist. Ich kann es euch nicht genau sagen. Und hier oben sitzen irgendwo Vögelchen und zwitschern. Ist auch manchmal ganz schön, wenn man hier morgens entlangläuft. Ist auch so ein richtig schöner, angenehmer Spaziergang. Tut auch mal ganz gut, morgens mal so eine größere Runde zu machen. Wenn ich ja meistens Frühschicht habe, dann sind die Runden halt nicht so groß. Ne? Weil wie gesagt, es ist auch relativ dunkel morgens noch. Wenn ich dann Frühdienst habe und dann so früh raus muss mit dem Hund, ist immer ein bisschen blöd. Ja. Meistens ist er auch hier nicht so ein Morgenskacker, der Mogli. Er kackt meistens mittags. Aber dennoch, ja, wisst ihr, zweimal am Tag sollte man mit einem Hündchen rausgehen. Ja, ist ja kein großer Hund. Aber mit großen Hunden muss man doch durchaus, brauchen die viel, viel mehr Auslauf wie so ein kleiner. Ne? Wir haben ja noch einen großen Garten, was viele halt nicht haben. Ne? Wo ich ihn ja mal rauslassen kann, wo er rumflitzen kann. Den er markieren kann. Zeigen kann, hey, das ist meiner. Ja? Und das kann er sehr gut. Hier auch schön die Vogelhäuschen und unser Bänkchen, das leider nass ist, Freunde. Leider, das sieht schon nass aus. Kann man anfassen, aber es sieht ziemlich nass aus. Und hier überall so Nacktschnecken. Naja, das ist nass. Das ist nass. Da können wir leider nicht drauf sitzen. Aber ein wunderschöner Blick hier über die Felder. Durch die kleinen Wäldchen hier, diese Waldinseln. Und dann wir hier in unserem wunderschönen Wäldchen. Am Morgen nach dem Regen, frische, angenehme Luft. Man hört die Vöglein zwitschern. Richtig, richtig schön. Traumhaft schön, Freunde. Ich hoffe auch, dass es euch soweit gut geht, dass ihr den Sommer ja soweit gut überstanden habt. Ja, ich weiß, ich hatte ja gesagt, ich will mal gucken, dass ich so ein Video mache, wo wir am Baggersee sind. Wir waren dreimal am Baggersee und dreimal habe ich es nicht geschafft, euch da wirklich mitzunehmen. Es war einfach so verdammt viel los. Es war Wahnsinn. Es war einfach absolut der Wahnsinn, was da los war. Weil halt die Tage ziemlich warm waren, ne? Und ja, es war einfach purer Stress. Hat mega Spaß gemacht, das auf jeden Fall. Aber ich habe einfach nicht geschafft, das Handy in die Hand zu nehmen und
das Ganze zu filmen. Werde ich auf jeden Fall nachholen. Wie gesagt, ich habe es euch versprochen und ich werde es auch machen. Ne? Vielleicht kann man jetzt auch mal diese Woche noch gehen oder wo ich das Video aufnehme oder den nächsten Tag oder so. Ich muss mal gucken, wie da das Wetter ist. Es muss ja nicht so heiß sein. Ne? Also es geht auch, wenn es jetzt nicht so warm ist. Klar ist es schöner, wenn es warm ist. Aber wenn es dieses Jahr nicht mehr klappt, ja, dann verschieben wir es einfach auf nächstes Jahr. Es wird definitiv, irgendwann wird es klappen und dann wird für euch ein Video da sein, wo Mogli und ich am Baggersee, ja, und ja, schauen wir mal, ne? Hier seht ihr noch schön die Brombeerchen, da ist noch ein Teil davon, ist hier noch gut. Könnte man noch, ja, glaube ich, essen oder so. Auch noch nicht ganz alles reif, aber man sieht dann wiederum, da oben sind schon einige verwelkt, ne? Und hier auch so ein bisschen. Also ich würde es jetzt nicht mehr essen. Sage ich euch, wie es ist. Ja, ich würde es jetzt nicht mehr essen. Hier, so frisch vom Ding. Mogli hier am frischen Gras knabbern. Gut für die Verdauung. Ne? Man sieht halt auch so richtig schön, wie der Wald so langsam erwacht. Ne? Ja, die kalten Tage, sie kommen jetzt. Aber es ist auch völlig in Ordnung. Ich brauche diese, also diese extreme Hitze war mir dann schon wieder zu warm. Ich bin dann wirklich eher jemand, der sagt so, hey, 25 Grad, ja, angenehm warm, ist völlig in Ordnung. Ja, von mir aus auch 28, aber alles, was so über diese 30 Grad geht, oh Leute, das war mir einfach zu warm, viel zu warm. Vor allem, wenn man dann arbeiten muss, ne, das ist brutal, also... Da hat einfach alles geschwitzt. Aus jeder Pore hat man geschwitzt, ne? Aus jedem Pörchen hat man geschwitzt. Einfach, ja, ist einfach schon zu warm. Es war zu drückend. Vor allem, weil die Luft halt so extrem schwül dann wird. Ne, bei uns hier. Aber ich denke mal, es wird auch immer mehr kommen, ne, dass wir so diese kalte Zeit ist zwar da, aber es ist jetzt nicht mehr so extrem kalt, wie es mal noch vor ein paar Jahren war, ja? Das ist einfach vorbei. Es ist eher so, dass es halt immer wärmer wird, immer milder wird das Klima, ne, bei uns. Und man kann dem halt ja, nichts entgegenwirken. Ne? Die Natur im Endeffekt macht, was sie will. Und wir Menschen sind einfach angehalten, uns dementsprechend ja, anzupassen. Ne? Aber wir können dennoch dafür sorgen, ja, dass wir vieles machen, um der Umwelt halt auch Gutes zu tun und ja, sie nicht nur hier zu verunstalten, ja, oder unseren Müll hineinzuwerfen, sondern unseren Müll schön brav in die Mülltonnen, damit er schön auf die Mülldeponien kommt, ja, dass er nicht in die Natur geworfen wird. Und achtlos liegen gelassen wird, darauf zu achten, hey, was kaufe ich ein, viel Plastik ist nicht gut, ne? Solche Sachen, einfach da drauf, Entschuldigung, ein bisschen zu achten und dann wirkt man da schon sehr, sehr viel entgegen und kann schon sehr, sehr viel Gutes für die Natur tun, damit das Ganze hier so lange noch erhalten bleibt. Ja, und dass wir noch lange auf dieser Welt hier leben können. Auf dieser wunderschönen Welt. Denn die Natur ist ja das, was uns Menschen am Leben hält. Ja, ohne die Natur sind wir Menschen nichts. Ohne die Natur können wir Menschen nicht überleben. Und wir Menschen wissen ja, dass wir das grausamste Tier auf der Welt sind. Ja. Wir bringen uns gegenseitig um. Wir töten uns gegenseitig, wir zerstören uns gegenseitig, obwohl wir eigentlich genug natürliche Krankheiten haben, die natürliche Auslese des Menschen, ja, wo wir einfach irgendwann diese Erde hier verlassen müssen. Aber wir Menschen sind einfach dumm und tun viele böse Dinge, schlechte Dinge, einfach grausam. Das grausamste Tier auf der Welt. So, hier lang, Freunde. Wie gesagt, schon ist heute nicht.
ist einfach zu matschig. Das bedeutet, ich muss hier diesen langgezogenen Berg nach oben. Ja. Das heißt, es wird ein bisschen keuschen. Das ist doch ein bisschen anstrengend. Und ich werde es auch wahrscheinlich bereuen, da ich momentan so ein bisschen Knieschmerzen habe und das Bergauflaufen dann ganz schön ins Knie geht. Aber mein Arzt hat gesagt, meine Ärztin, ruhig stellen, aber auch bewegen. Na? Und der Orthopädentermin ist leider erst Ende September. Aber man bekommt einfach so schwer so einen Facharzttermin. Ich bin froh, dass ich so schnell einen bekommen habe. Mit ein bisschen Vitamin B. Aber es ist echt ganz, ganz schwierig, da Termine zu bekommen. Hier. Ich weiß gar nicht, was das ist. Vogelbeeren? Vogelbeeren. Ist auch mal für Muckli was, weil ich ja sonst hier eigentlich nie lang laufe. Da ganz, ganz selten. Oft laufen wir es ja runter und andersrum hoch. Heute mal so rum. Und hier ganz viele Baumstämme. Die auch demnächst abgeholt werden. Aber unser Wäldchen hier, ne? Morgens hat das schon so eine gewisse. Morgens ist schon eine ganz andere Ruhe hier drin, finde ich. Ja. Wie gesagt, ich laufe das öfters auch mal morgens, gerade wenn ich ein bisschen Zeit habe oder so, dann mache ich das durchaus, dass ich einfach auch mal hierher fahre und die Runde einfach auch mal morgens laufe, ja. Weil es halt einfach nicht so weit weg ist und ja, huch, ja. Weil es halt einfach auch mal schön ist, morgens so ein bisschen so einen Spaziergang zu machen. Morgens dann immer nicht ganz so viel los. Einfach schön. Ich mache die Steinchen hier zwischen meinen Füßen, wenn die hier drauf trete. Man hört so diesen leicht feuchten Boden. Das Knacken. Einfach trotzdem schön. Schön. Ich liebe unser Wäldchen. Morgens, mittags, abends, egal. Vor allem, es sieht halt immer wieder anders aus. Ja? Die Natur verändert sich so extrem jeden Tag. Entdeckt man andere Dinge, andere wunderschöne Sachen. Und ja, ich kann euch nicht oft genug sagen, wie schön es einfach ist, ja, mal in der Natur ein bisschen spazieren zu gehen. Jetzt auch eigentlich die perfekte Zeit für Allergiker, ja, spazieren zu gehen. Die Pollen sind nicht mehr unterwegs. Es ist feucht, ja. Und es tut einfach unheimlich gut, so einen Spaziergang zu machen. Auch wenn man sich bei gewissen Wetterlagen, ne, mal wirklich zusammenraffen muss und sagen muss, hey komm, ich stehe vom Sofa auf und ich gehe spazieren. Oder auch nach der Arbeit, ja, sagt, hey komm, ich gehe noch mal eine Runde spazieren. Ne? Aber wenn man dann unterwegs ist, ist einfach schön. Es ist einfach schön, Leute. Einfach zu sehen. Und ich bin halt ein Mensch. Ich liebe es einfach auch zu sehen, wie Dinge wachsen. Ne? Wie Dinge sich entwickeln. Und wenn ich dann sehe, wie ein Bäumchen entsteht, zum Beispiel hier vorne, das dann so klein ist. Und man schaut dann zum Beispiel jetzt nächstes Jahr und sieht einfach, dieses Bäumchen ist gewachsen. Oder ein paar Tage später, ein paar Monate später. Ne? Und es fällt einem einfach auf, wie Dinge dann gewachsen sind. Das finde ich einfach schön. Ich bin ja auch so ein Pflanzenmensch. Ich habe ja zu Hause unheimlich viele Pflanzen. Und ich züchte auch selber so ein paar Pflanzen immer wieder mal. Und ja, das ist einfach auch schön, das zu sehen, wie das wächst. Ich liebe es, Dinge zu sehen, die wachsen. Schön.
Und schaut mal hier, wie schön das hier auch aussieht. Ich liebe es, ne? Ich liebe es, diese Baumstämme hier. Finde ich einfach richtig schön. Dieses ganze Moos, da diese Pilzchen, die Bäume, die da drin zwischendrin wachsen, die sich da durchdrücken. Die ganzen Nacktschnecken, die sich vor allem hier in der Ecke tummeln so ein bisschen. Hier auch, was ist das denn? Guck mal, das ist auch eine Nacktschnecke, aber eine schwarze Nacktschnecke. Einfach schön, Leute. Das ist einfach so schön. In diesem Wäldchen hier. Wie gesagt, geht an die Natur, geht laufen, geht spazieren. Es muss ja nicht für lange sein, ja? Jeder so, wie er kann, jeder so, wie er möchte. Ja, wenn ihr jetzt auch sagt, nee, ich bin da kein Spaziergänger. Auch okay, aber für die, die es halt gerne tun, die wissen, wie toll es ist. Schaut mal, da hinten. Da hinten kommt blau durch. Ich glaube, da hinten könnte durchaus sein, dass heute doch vielleicht noch ein bisschen Sonne rauskommt. Mal abwarten, ne? Einfach ein Traum. Ich kann es nicht immer wieder sagen. Ich kann Ihnen nicht oft genug sagen, wie toll es einfach ist. Das alles live zu erleben, alles zu sehen, mit seinen ganzen Sinnen, es einfach wahrzunehmen. Ich glaube, ich sage es in jedem meiner Spaziergang-Videos. Ich für meinen Teil liebe es einfach. Und das ist für mich auch immer so diese Zeit, ja, wo ich dann einfach sagen kann, hey, ich kann abschalten von dem ganzen Alltagsstress, von den ganzen Sorgen, von dem ganzen Kummer, den man hat. Ja, Dinge, die einen beschäftigen. Aber für diese Zeit, wo ich spazieren bin, ist das halt komplett weg. Abgeschalten, ausgestellt. Weil ich sage immer so, der Alltag holt dich schnell genug wieder ein. Deshalb ist das ganz gut. Ne? Und man hat auch so einen gewissen Rhythmus in seinem, so einen gewissen Rhythmus drin. Ne? Ist immer wichtig, wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Wir gewöhnen uns sehr schnell an gewisse Situationen, an gewisse Dinge. Und man muss einfach eine Kontinuität drinnen haben. Ne? So einen Tagesablauf. Immer zu gewissen Zeiten aufzustehen. Ja? Man kann auch mal ausschlafen, man kann auch mal einen Tag lummeln, aber man sollte doch immer so eine gewisse Struktur in seinem Leben haben. Ja, und für mich gehört das wirklich dazu, dass ich halt meine Spaziergänge mache. Ja, und einen davon halt mal größer. Ja, einer davon ist eher ein bisschen kleiner. Und ja, manchmal mache ich sogar drei, ne, je nachdem, wie ich arbeiten muss. Aber zweimal laufen am Tag ist für mich einfach wichtig und das möchte ich auch mal so ein bisschen, ja, beibehalten. Es gibt auch mal durchaus einen Tag, wo ich sage, heute gibt es nur eine Runde, eine schöne, große, lange Runde. So einen richtig schönen Spaziergang, ausgiebig, bisschen länger auch in der Natur dann zu bleiben. Aber ja, das hat jeder mal. Ja, das ist völlig normal. Aber wie gesagt, so einen gewissen Tagesablauf sollte man einfach immer beibehalten. Weil sonst gewöhnt man sich einfach dran, man wird ziemlich träge, man, ja, hat nicht mehr viel. Ja? Und das ist halt auch nicht gut. Ja? Das ist auch nicht gut, Freunde. Jeder wie er mag, aber ich für meinen Teil habe einfach gemerkt, ich habe dann immer so auch das Gefühl, wenn ich jetzt nur so meinen Tag reinlebe und nichts unternehme oder jetzt nicht irgendwie so eine Tagesstruktur drinne habe, ja, also nur den ganzen Tag faul rumliege, deshalb hasse ich es auch unheimlich, krank zu sein. Weil da ist man einfach schlapp, da kann man nicht so viel. Und ich hasse es einfach, ich hasse es einfach. Weil ich dann immer das Gefühl habe, ich verpasse irgendwas. Oder ich genieße den Tag nicht gut genug. Oder so, keine Ahnung. Er ist einfach so, ja, er ist so schnell vorbei. Irgendwie immer, ja. Auch wenn man Sachen unternimmt, ist er auch immer relativ schnell vorbei. Man hat einfach das Gefühl, die Zeit rennt. Und ich habe dann immer das Gefühl, ich habe irgendwas verpasst. Ja? Ich habe irgendwas gemacht, was ich nicht... ganz, ganz komisch. Das ist ein ganz komisches Gefühl dann immer, wenn ich dann so ein bisschen, ja, so eine volle Struktur habe. Und bei mir ist ja eh so, ich kann, also meistens, wenn ich sage, ich will ausschlafen, ja, ausschlafen ist für mich bis um 8. Meistens. Das geht gerade noch so.
Und dann ist ein Hund da, der mich weckt. Dann sind Katzen da, die mich wecken. Ja. Also sie sagen dann, hier ist nicht Frauchen, jetzt musst du aufstehen. Ja. Ab einer gewissen Zeit ist dann einfach vorbei. Und dann steht man auf, macht sein Sach, was man alles so machen muss. Und dann, ja, dann beginnt man den Tag, ne? Mit der ganzen Routine, die man hat. Aber das muss jeder für sich entscheiden, ne? Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Nachmittag, einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Start ins Wochenende, einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr dieses Video seht. Passt auf euch auf, bleibt gesund, ja? Bleibt wie ihr seid, lebt wie ihr seid, ja? Lasst euch davon keinem reinreden, ja? Wir Menschen sind alle toll, wunderschön, perfekt, so wie wir sind, ja? Haut rein, wir sehen uns, hören uns im nächsten Spaziergang-Video wieder. Bis dahin, macht das gut, tschüsschen, Küsschen aufs Nüsschen und genießt diese wunderschöne Natur bei Wind und bei Wetter. Ciao, ciao! Freunde, ihr seid ja immer noch dran. Abschalten!